Alles klar, wir sind im nächsten Spiel angekommen. Bam, sofort in-game. So muss das sein. Die Begegnung lautet Tick, Trick and Duck gegen die Plain Ducks. Die Enten, wir kriegen sich hier gegenseitig. Mal sehen, wer hier so ein bisschen ja, die Oberhand gewinnt. Die Team Composition haben wir uns noch ein Stück weit ausgelassen. Lege jetzt mehr so den Fokus drauf. Ich denke, Plain Ducks ist da sehr gut ausgestattet, haben natürlich wirklich auch einen AD-Carry gewählt, der da sogar noch mit Utility mitbringt. Die Frage wird sein, wie wird ja, das Teamfight-Verhalten oder das Gesamtverhalten von Tick, Trick und Duck sein? Caitlyn hat natürlich auch irgendwie so ein richtiges Hass-Team gegen sich. Sie hat eine Shyvana, die mit dem Speedbuff von sie wieder raufspringen kann. Sie hat noch eine Vi, gegen die sie spielt, die immer wieder reindiven kann, einfach straight up. Sie hat eine Leona, die mit dem Solar Flare raufschießen kann, mit dem Zenic Blade reingehen kann. Also es ist wirklich kein angenehmes Spiel. Und wenn sie es schaffen, die Caitlyn super aus dem Spiel rauszunehmen und vor allen Dingen den Engage zu finden, ist Nidalee auch nicht mehr so effektiv. Denn in direkten Teamfights ist Nidalee halt doch nicht ganz so toll wie alle anderen oder wie andere Midlaner. Ja, man muss natürlich schauen, dass man da eine gute Balance findet. Denn zurzeit wirkt es halt so, dass Tick, Trick und Duck sehr auf eine Poke-Kombination setzt. Ja, mal die Caitlyn, die damit gut arbeiten kann, mit dem Peacemaker und mit der hohen Range an sich. Das heißt, wenn man ja jemanden belagern will, sollte man ja auch den ein oder anderen Schuss auf den Turm ausrichten können. Und mit Caitlyn geht es halt sehr, sehr sicher. Das Ding ist, man hat irgendwie nicht den überragenden Disengage. Annie muss einen guten Tibbers landen, um den Gegner zu bremsen, sollte da der Engage kommen. Renekton kann gegenarbeiten, das muss er auch. Und Elise hat quasi nur einen, ja, nur einen Repel, womit sie sich selber schützt, aber keine eigenen Teammates. Ja, da habe ich auch so ein bisschen Angst um das Team von Tick, Trick und Duck. Wenn wirklich da einfach Leona mit dem Talisman kommt, Sivir mit dem Speedboost, Shyvana reinjumpt, Vi reinjumpt. Es ist unglaublich schwer. Sie haben den Tibbers und sie haben den Cocoon. Okay, noch das Kalibernetz, wenn es jemanden beim Zurückjumpen noch, auch noch trifft für den Slow. Aber das sind alles so, ja, medium-effektive Disengages, wenn es wirklich darum geht, von einem Full-Sevier-Speed-Up-Team wegzukommen. Da, vor allen Dingen, jeder von denen kann auch fast draufjumpen. Shyvana kann rauf, Vi kann rauf, Lulu kann über einen Minion sogar nochmal seinen Slow hinterher schießen oder über Shyvana oder so den Slow hinterher schießen. Leona kann über die Range raufgehen. Also, das wird schon richtig eklig. Ja. Und jetzt kurz sehen, dass Intik sich ein bisschen ungünstig platziert hat. Konnte dann nicht so richtig aus dem Busch raus. Auch schöner Damage jetzt von Bonaparte, der dann hier mit der Annie sehr fleißig ist. Bezogen auf die Item-Builds gibt es relativ wenig zu sagen. Wieder der Renekton mit dem Blade dabei, um ein bisschen aggressiver zu sein. Und nach wie vor halt der Trend mit dem Doran's Blade wird sich auch anscheinend eine Zeit lang durchsetzen. Trotz der starken Vergünstigung des Sidestones bzw. des Ruby Crystals. Könnt ihr schon sehen, Level 2 Advantage wird höchstwahrscheinlich an die Duck, also an die Tick, Trick und Duck gehen. So. Und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was sie unbedingt mitnehmen müssen. Diesen Top-Lane-Vorteil, den sie haben mit Renekton gegen Shyvana am Anfang und mit dem Doran's Blade und auch auf der Botlane mit der riesigen Range von Caitlyn und Annie, die einfach Autotakes über die halbe Map gefühlt schleudern können, zumindest wenn man gegen sie spielt auf der Botlane. Und wenn sie das natürlich mitnehmen können und für das weitere Spiel, so wie im letzten Spiel schon gesehen haben, Renekton früh den Tower nehmen, Drake sichern und dann weitergehen auf die Sieges, dann ist es super. Denn das hat man auch im letzten Spiel gesehen, das war so der Punkt, wo das Spiel gekippt hat. Eigentlich war das Team wirklich gut vorne und Renekton hat den Tower genommen, sie hatten den Drake gekriegt, aber dann hat SK es geschafft, so ein bisschen das zu halten. Mit Gregas immer wieder zu stallen, mit Lucian unten split pushen. Gegen Nidalee, wenn sie den gleichen Zeitpunkt erreichen, wird es ungleich schwieriger. Denn die Speere, wenn da ein, zwei treffen, ist der Tower weg. Keine Chance, da irgendwie zu bleiben. Ich denke aber auch, dass da Plain Ducks sofort dagegen reagieren wird. Sie werden sich keine Sekunde lang den Poke gefallen lassen. Sicherlich ist auf der Lane, da kann man vergleichsweise wenig machen. Aber sollte es zu diesen 5 gegen 5 Fights kommen, wird sofort engaged werden. Man kann es ja auch machen. Das Gute an Lulu ist ja, Fehler sind total erlaubt. Ne? Die Ultimate gleicht da viel aus. Es ist ja auch nicht nur die Ulti, die jemanden mit sehr viel Leben ausschaltet, sondern sie hat ja auch einen Schild, der auch auf angenehme Weise mit AD, mit AP skaliert und dadurch natürlich Vorteile bietet. Also ich glaube, Plain Ducks will hier oder muss hier auch ständig den Fight suchen, wenn sie das Spiel gewinnen wollen. Auf der Lane wird es fast überall unangenehm. Ludo ist da die Einzige, die wahrscheinlich ein bisschen sicherer spielen kann. Der Vorteil natürlich von Nidalee ist, sie kann zwar nichts gegen den Wave Clear von Lulu am Anfang machen, aber sie kann sich immer wieder hochheilen. Und dieser nervige Poke, der für viele Midlaner richtig eklig ist, den kann sie einfach wieder ein bisschen hochheilen, ein bisschen entspannt auf der Lane bleiben. Und das ist natürlich schön. Und von daher, ja, man sieht es schon, kommt auf der Lane noch ganz gut zurecht. Ja. Kann ja in aller Ruhe farmen. Ist natürlich sehr vorsichtig, immer dort orientiert, wo gerade der Ward steht. Der Early Damage von Elise ist richtig, richtig groß, weil sie natürlich auch da schon auf den Execute Damage setzt. Vi wurde jetzt ein bisschen gespottet, weil sie den Ward da platziert hat. Also Blood Dragon musste schauen, dass er ein bisschen anders rotiert. Er natürlich dafür bekannt, ein sehr, sehr guter Jungler zu sein. Wobei man hier auch sagen muss, dass er beim Blue Buff for Diabetes Cup nicht so
also mit dem Gesamtteam nicht so glänzen konnte, was irritiert hat. Und man muss natürlich auch noch zu sagen, zu dem Playing Ducks Team, die sind in einer ein bisschen anderen Besetzung als, ja, was heißt gedacht, aber zumindest als vorher angemeldet. Intix und Nurok sind jetzt die Botlane, Viper ist jetzt nicht dabei. Das heißt, vielleicht da auch noch kleine Abstimmungsschwierigkeiten, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es momentan ziemlich gut aus für die Botlane von Tick, Tick und Duck. Ja, sie können da in aller Ruhe farmen. Das ist natürlich so eine Kette, denn gerade gegen Sivir's, da sind da riesengroße Vorteile da. Sie kann noch nicht so gut Wave clearen, das ist sehr, sehr Mana-intensiv für die Amazonen da. Und das muss natürlich dann in irgendeiner Form kompensiert werden. Auch Leona ist natürlich ein Champion, der eigentlich den Engage sucht, aber es bei so wenig Leben einfach nicht kann. Das ist der Nachteil, wenn man so früh so reingedrückt wird. Oh, Toplane geht's los. Blood Dragon ist da und trifft hier nicht ganz. Phantom Joe kriegt er aber trotzdem schon ordentlich Schaden. Noch kein Level 6 bei den beiden und dementsprechend kommt er da ganz sicher raus. Ja, Slice and Dice da hervorragend. Re-Engage hier nochmal auf der Botlane. Muss natürlich aufpassen, dass er jetzt nicht zu viel Schaden schluckt. Mit dem W ist natürlich entsprechend tanky, aber ärgerlich. Ne? Assault, hier der Vaultbreaker ging ein bisschen daneben, Ultimate offensichtlich noch nicht zur Verfügung, somit natürlich kein Kill möglich. Es ist doch ohnehin nicht das Ratsamste, die Toplane in irgendeiner Form aufzusuchen. Beide Champions, sehr tanky, sehr mobil, Slice and Dice ist gerade zu Beginn hervorragend geeignet, um das Weite zu suchen. Und das ist dann halt natürlich keine direkt vergeudete Zeit, aber ja, man muss natürlich schauen, dass man das Ganze jetzt nun irgendwie kompensiert, weil Elise ist fleißig. Der Punkt dabei ist aber, was mir eigentlich in diesem Fall, wirklich in diesem speziellen Fall ganz gut gefällt, dass er zumindest mal die Toplane besucht hat, ist, dass wir im letzten Spiel gesehen haben, was Renekton, wenn er ganz allein mit Shyvana auf der Toplane ist, machen kann, vor allen Dingen, wenn er auch noch einen Gank von seinem eigenen Jungler kriegt. Und so sieht man jetzt, Chris hat auf der Lane schon wesentlich bessere Chancen, dadurch, dass einfach Renekton jetzt noch kein Sustain hat und so low gedroppt ist. Und das heißt, der Tower wird natürlich viel länger oben am Leben bleiben. Und das heißt auch, es gibt keine so schnelle Dragon-Rotation von Renekton. Also sie kommen dann wahrscheinlich nicht so schnell in Überlegenheit für Tick, Jake und Duck. Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Der kann jetzt auch langsam aber sich ja vom Farm her aufholen. Renekton hat davon aber ein kleines bisschen genug, sieht man jetzt hier. Man wird jetzt hier so zügig, wie es geht, schön hier nochmal den Cocoon gedodged. Das war sehr wichtig, auch nochmal Schaden ausgeteilt. No W4U da sehr versiert. Aber Brutalizer nun auf dem Renekton vorhanden. Er ist jetzt mittlerweile vom Farm her gleich, wird das Ganze jetzt ein Stück weit kompensieren können, indem auch Shyvana die Base aufsucht. Also Chris muss natürlich von den Items her zwingend gegenhalten und geht den Tanky-Weg. Man hat doch gerade auf der Botlane gesehen, wie... Oh, Sunny jetzt hier im Tower gecatcht. Kommt da noch was? Nein. Kriegt sogar sehr viel Schaden auf Nurok durch. Das ist das große Problem. Sivir muss natürlich schauen, inwiefern sie da mutig ist. Intix mit sehr, sehr wenig Leben dabei. Und ja, der Leona Engage kostet ihr auch in sehr, sehr vielen Momenten halt ebenfalls eine ordentliche Stange Leben. Zieht sich jetzt auch zurück. Ist auch die Frage, wie sie das Exhaust dann durchbekommt. Die haben es kurz in der Bannphase erwähnt. Es ist natürlich ein schöner Spell gegen Caitlyn, muss man sagen. Caitlyn selber setzt wenig auf Fähigkeiten im Kampf, gerade im Late Game, sondern mehr auf Auto-Attacks. Und die werden mit dem Exhaust einfach nicht durchkommen. Ja, der Punkt ist natürlich, sie muss halt auch wirklich rankommen, denn es gibt keinen wirklich anderen Champion, außer vielleicht noch Annie am Anfang auf der Lane, den sie exhausten kann. Das heißt, wenn sie das Exhaust nicht auf Caitlyn bringt, ja gut, Renekton ist nicht ganz schlecht, der D-Carry ist ein bisschen geschützt, kann aber nicht so viel abkriegen. Elise macht auch schon ganz guten Schaden, aber es sind eigentlich nicht so die typischen Assassins oder Hyper-Carries dabei, die man unbedingt exhausten will. Deswegen, ja, wenn sie es nicht auf Caitlyn draufkriegt, wird es später nicht mehr ganz so nützlich sein. Ja, da muss man halt schauen, dass man das Ding oder diesen Summoner-Spell durchbekommt. Nurok da sehr fleißig, was die Wards angeht, will natürlich für sich sorgen. Seid immer die Frage, wer jetzt hier zügig Level 6 wird. Er selber ein kleines bisschen im Nachteil. Spielt doch vorsichtig, ist jetzt offensichtlich nicht in der Erfahrungsreichweite drin, um da hier die Minions wenigstens passiv abzugrasen. Denn das ist halt sehr, sehr wichtig. Annie Level 6. Sunny hier mit der Caitlyn ebenfalls Level 6, da ist wesentlich mehr Potenzial vorhanden. Ja, guck dir den Unterschied in Level und Farm an, also das ist echt schon brutal. 30 Farm Unterschied und vor allen Dingen auch das Level 6 schon viel, viel früher. Und das tut weh, denn sobald irgendwelche Aktionen in den Dragon-Bereich kommen, von mir ist auch nur, wenn da nicht unbedingt der Dragon gemacht wird, aber nur jemand rotiert wegen einem Steal oder so, wenn da eine Level 6 Botlane und mit 30 Farm mehr gleich raufgeht, wird es schwierig, aber Nightmare holt sich immer wieder den Free-Damage ab, deswegen wird es natürlich auch schwer, da offensiv zu werden, wenn man immer von Lulu mal eben so 200, 300 Schaden kriegt. Ja, er versucht da in der Mitte zu rotieren. Ist auch eine gute Idee. Toplane kann man da in Ruhe alleine lassen. Sie haben jetzt nicht auch auf den frühen Dive gesetzt. Nicht selten versucht er dann einen Renekton so viel Druck wie möglich auszuüben, um dann hier die Shyvana früh abzuholen. Hat es nicht ganz funktioniert, hat durch den kleinen Gang ein bisschen ins Gesicht bekommen. Würde ich da jetzt aber entsprechend wehren. Die Jungler könnte ich halt zurzeit nicht richtig präsentieren. Assault and Battery ist jetzt zur Verfügung. Bei der Midlane ist aber schwierig, weil es so defensiv ist. Also ein Counter-Gank mit Vi wäre jetzt richtig gut, wenn bereits Novi von You low wird. Aber da sieht man halt immer wieder schön, Snow kriegt Poke-Damage, hielt sich hoch, wirft noch einen Speer hinterher und ist ganz entspannt.
Ja. Und das ist halt das Schöne wirklich von Nidalee in der Mitte. Kuga-Form, farmt ein bisschen Minions, farmt alle leer, kriegt den Schaden von Null hin, zieht sich zurück, healt sich. Das heißt, solange er immer den Blue Buff kriegt, ist es für ihn die, ja, nicht entspannteste Lane der Welt, aber sie ist schon ziemlich entspannt für ihn. Ja, und zumal ja auch, wenn sie in der Lage ist, in aller Ruhe zu farmen, ist mehr oder weniger schon das Ziel erreicht. Weil Nidalee hat einen hohen Grundschaden mit den Sperren, keine Frage, aber man will ja natürlich die Gegner so treffen, dass er sich zurückziehen muss, um später dann eine saubere Belagerung durchzukriegen. Kleines bisschen Geduld ist hier wieder von Blood Dragon verlangt. Er wartet hier auf der Botlane, um einen schönen Engage-Rush zu bekommen, aber Nurok halt noch nicht Level 6. Ja, und das ist halt so essentiell für diesen Engage, dass wirklich das Solar Flare kommt. Denn Zenic Blade ist nicht ganz einfach zu treffen. Solar Flare hat eine viel, viel größere Range und vor allen Dingen, es muss ja nicht unbedingt stunnen. Selbst der Slow würde reichen, um mit einem Solar Flare hinterherzukommen, wenn er on the hand gezogen wird. Und dann kann natürlich auch schon Blood Dragon reingehen. Aber jetzt zieht sich halt auch schon die drei Leute mit Nightmare zusammen Richtung Drake und Blue Buff zurück und da ist momentan jetzt halt wieder Blood Dragon total gespittet von seinem Team, weil die nicht hinterherkommen. Ja, und Novi4U wurde auch schon mit Sperren so ein Stück weit behandelt, also da hätte der AP nur noch übrig und er muss da halt aufpassen. Er hat natürlich eine gute defensive Ultimate. Oh, Timbos ist draußen. Oh, Blood Dragon kriegt jetzt schon viel Schaden, muss rausgehen. Solar Flare trifft ihn nicht ganz perfekt. Ace 0 kommt raus, Nurok wird hier abgeräumt werden. First Blood für Nightmare. Und das war ein richtig guter Engage. Ja, das war richtig schnell, vor allem Blood Dragon hatte so viel Leben von und konnte natürlich mit dem Flash nochmal ganz gut entkommen, aber Drake wird definitiv an Tick, Trick und Duck gehen. Gerade mit der Elise geht das verdammt schnell, weil sie natürlich mit dem maximalen bzw. mit dem fehlenden Leben arbeitet. Gute Aktion jetzt nun insgesamt. Ärgerlich natürlich. Mit Vi ist das relativ schwierig zu contesten, wenn die Botlane so ein Stück weit behind ist. Oh, die vier Geflasche hier, um noch den Kill zu kriegen. Trap sitzt! Super bitter für Intex, wird hier abgeholt. Ja, und das ist natürlich richtig bitter. Ist auch eine Überlegung, soll man wirklich beim Tower bleiben, wenn man gerade gesehen hat, vier Leute vom gegnerischen Team machen den Drake. Der eigene Support ist raus, das heißt, man ist alleine auf der Botlane und vier Leute laufen irgendwo rum. Da nochmal am Tower zu gehen, ich meine, ja, Sivir hat ein Spellsheet, aber Annie hat so viele Spells, irgendwas triggert das Schild und danach kommt noch Elise und Caitlyn. Man muss ja dazu sagen, es war ein hoher Aufwand, den man jetzt betrieben hat, um da den Kill zu bekommen. Also immer wieder Autotags weggeflasht, hingeflasht, um irgendwie doch noch den Kill zu bekommen, weil Sivir stand nochmal in der Trap. Das war so unangenehm, weil da ein freier Schaden war. Selbst Caitlyn hätte sich ja zurückziehen können und den Kill schlicht und einfach an Nightmare übergeben können, der dann ohne Probleme diesen erhalten. Der hat ja auch noch das Repair, um rauszukommen. Ich denke, man hat sich ein Stück weit in Sicherheit gewogen, weil der Pinkward da unten stand und gedacht hat, na, wir sehen alles, aber also wenn man den Gegner sieht, muss man natürlich in irgendeiner Form reagieren. Hätte man sich zurückgezogen, hätte wahrscheinlich Elise einfach gedacht, okay, ich mache das hier ganz alleine. Ich benötige euch da nicht. Schöne Aktion von Tick, Trick und Duck. Muss natürlich schauen, dass sie jetzt weiter darauf aufbauen. Sie haben einen guten Gold-Lead. Sie müssen aber auch ihre Early-Game-Composition oder gemischte Composition, kann man auch sagen, durchbekommen. Damit hier die Midlane-Farm bekommt, damit man auch den Poke hat, um später nicht zu heftig engaged zu werden. Ja, Bonaparte ist super nervig, auch gegen so viele Minions. Ja, der geht immer wieder rein, probiert einfach Druck zu machen. Aber was zumindest jetzt wirklich Playing Ducks für sich hat, ist, sie haben noch keinen Auto-Turret verloren. Das heißt, es kommt nicht zu dieser Situation, wo die Auto-Turrets weg sind und Nidalee dann probiert auf dem Mid-Turret zum Beispiel zu siegen mit seinem ganzen 5-Mann-Team. Und das heißt, momentan ist immer noch ein Laning-Phase. Und auf der Lane hat Lulu jetzt vor Snow nicht so viel zu befürchten. Also Snow kann da immer wieder reingehen, man sieht es schon. Tradet da ohne Probleme und die Minions blockieren halt auch die meisten Speere. Das heißt, da ist es wirklich für sie noch ganz okay. Ja, aber solange Nidalee mithalten kann, ist das kein Problem. Snow da sehr, sehr fleißig vom Farm her und wenn er das weiter durchbringt, wird das früher oder später problematisch. Nach wie vor sehe ich halt Playing Ducks bezogen auf die Team-Composition insgesamt natürlich im Vorteil, aber die Botlane mittlerweile hier den Tower verloren und die Ona kann halt mit ihrer Gesamtmechanik noch lange nicht glänzen, ist auch von einem Item sehr extrem behind, hat noch keinen Sidestone zur Verfügung. Hat natürlich jetzt das Problem, dass der eigene Jungle da jetzt so ein kleines bisschen auseinandergenommen wird. Blue Buff wird jetzt auch an Elise gehen. Und auch meiner Meinung nach eine ganz, ganz schlechte Idee von Blood Dragon, dass da oben ist. Phantom Joe, ja klar, er hat Brutalize, das heißt, er ist nicht gerade die tankigste Möglichkeit gegangen als Renekton, aber trotzdem. Shyvana mit einem Giants bei Durans Schild, der Schaden ist nicht unglaublich riesig. Und auch Blood Dragon hat jetzt nur in Anführungsstrichen das Elder Lizard. Also es ist ja jetzt nicht so viel Killpotenzial und er ist jetzt schon zwei oder dreimal sogar oben gewesen. Und ja, währenddessen verliert er sein Jungle, wie du schon gesagt hast.
Nightmare ist auf der Botlane viel, viel aktiver. Man sieht auch schon, da kommen sie richtig weit durch dadurch. Ja, zumal man ja auch dadurch den Vorteil hat, gerade bei dem Drake-Design, die ja die vorige Situation ja so ein Stück weit gezeigt hat. Und das irritiert dann. Man kann einen in Anführungszeichen unerfolgreichen Gank auf der Toplane starten, damit der eigene Champion da gut durchkommt. Der Farmunterschied mit 10 ist nicht hoch. Und man muss ja dazu sagen, wir haben ja das Spiel davor gesehen, wo ein Renekton wesentlich größere Abstände generiert hat. Aber es ist ja die Frage, ob sich die Investition lohnt. Elise wesentlich aggressiver, macht das Ganze wesentlich sauber und Nightmare da natürlich mit dem Vorteil gesegnet. Er bringt jetzt die Botlane komplett durch und sie pushen jetzt mittlerweile den nächsten Tower. Und man sieht jetzt schon den Unterschied. In der Mitte ist Snow unterwegs gegen Blood Dragon am Tower, während halt wirklich No4U Bottom gegangen ist, einfach da umzuhelfen, weil momentan Intix und Nurok einfach so viele Probleme haben, wirklich gegen Sunny und Bonaparte. Ja, und das ist natürlich problematisch, wenn man die Midlane immer wieder abziehen muss. Der Tower hat noch nicht so viel Schaden erhalten, also Snow ist da jetzt auch nicht derjenige, der eine super krassen Damage rausbringen kann. No4U will da so ein bisschen nerven, um dann wieder den Tower zu halten. Also insgesamt hat sich das natürlich in dem Sinne gelohnt, dass man den Bot-Tower verteidigt hat. Aber viel Farm ist jetzt nun auf der Seite von No4U verloren gegangen und dadurch natürlich die Effektivität, was die Items an sich angeht. Noch sind sie beide gleich, aber beim nächsten Backport wird man dann den ein oder anderen Unterschied feststellen. Und man sieht jetzt auch schon, der Blue-Buff-Versuch von Blood Dragon, der probiert den zu stealen, wird jetzt aber von Nightmare angegangen, kriegt viel Schaden. Von oben kommt jetzt auch noch gleich Phantom Joe und Snow ist auch da. Drei Leute, Blood Dragon wird hier rausgenommen und Assaulting Battery auch noch ins Nichts. Und vor allen Dingen wunderbare Cocoon. Sofort geflasht hier, damit Blood Dragon wegkommt, zack, dann anschließend gestunt, keine Chance mehr. Ich denke, er wäre auch an sich nicht mehr gekommen. Assaulting Battery natürlich eine gute Idee, um es auf den Phantom Joe zu benutzen, quasi als Escape. Hat natürlich nicht geklappt. Auch Chris kann da wenig machen. Er hat da wenig CC, um Gegner wegzudrängen. Sicherlich kann er sie mit der Ultimate wegstoßen. Das Ganze birgt aber auch Risiken. Er hat ja ebenfalls nur noch die Hälfte der HP. Also insgesamt sehr, sehr gutes Gameplay auf der Seite von Trick and Duck. Müssen natürlich schauen, dass sie dann in den größeren Situationen ebenfalls Vorteile haben. Und bye bye, no way for you. Wildfuchs wird hier nochmal gezogen. Flasht jetzt hier auch nochmal raus. Aber sollte nicht mehr reichen. Der Speer wird hier ausgewichen. Aber der Flash sichert Bonaparte den Kill, nevermind. Ja, Bonaparte mit dem Ignite dabei, war sehr wichtig, dass er es vorher rausgezogen hat. Trotzdem gute Aktion, dass No4U das so lange überlebt hat. Hat aber nicht ausgereicht. Schönes Roam-Verhalten hier von der Annie. Mid-Tower ist die Belohnung. Tippers kann ja sogar noch ein kleines bisschen tanken. Oh. Geht erstmal scouten. Auch eine gute Idee, wobei er genau vor dem Busch stehen bleibt. Warum denn auch nicht? Turm kriegt ebenfalls ein paar Schüsse ab. Und das ist natürlich schön. Genau diese Belagerungssituation will natürlich Trick and Duck in irgendeiner Form hervorrufen, weil das Engage-Potenzial einfach nicht vorhanden, der Mut fehlt. Oh, der Cocoon trifft hier auch nochmal. Der Speer kommt. Nurok ist jetzt fast rausgenommen worden. Und Solar Flare jetzt hier für nichts gezündet. Das heißt, der nächste Tower wird eventuell sogar noch fallen. Ja, da hat der Gesamtschaden noch nicht ausgereicht, aber man hat schon die CC-Chain und die Damage-Chain mehr oder weniger gesehen. Cocoon landet da natürlich die restlichen Spells. Blood Dragon muss jetzt auch. Oh, what? Der Speer! Das war natürlich abnormalster Schaden gerade. Hätte ich nicht gedacht, dass da eher noch abgerissen wird. Aber natürlich mit den derzeitigen Items noch lange nicht tanky genug. Und das ist so ein ganz, ganz kritischer Punkt. Ludo ist eine gute Unterstützungseinheit, hat aber bereits schon die Ultimate verwendet. Ich glaube, er hätte noch nicht mal die Ultimate benutzt. Ja, und der Dragon wieder. Ja, for free, keine Chance. Sie haben ihren Jungler verloren. Nightmare ist noch da. Und selbst wenn nicht Elise mit den Fähigkeiten, die sie hat, plus den Smite, ist so schwer, auch einfach mit dem Smite-Battle zu outsmiten. Vor allen Dingen, wenn Nightmare einfach mal zwei Level drüber ist, auch nochmal. Ja, da wird natürlich auch der Smite-Schaden so ein kleines bisschen höher. Also es ist insgesamt eine sehr, sehr schwierige Kiste mittlerweile für Playing Ducks. Ich habe immer noch Vertrauen in die Composition an sich, aber wenn sie die in den größeren Fights nicht durchbekommen, weil es gar nicht zu den Situationen kommt, würde es sehr, sehr unangenehm. Midlane ist komplett durchgedrückt. Wir haben jetzt fast 8000 Gold Vorsprung in der 18 Minute. Das ist abnormal hoch. Es gibt natürlich Lanes, die sich vom Farm her ganz gut behaupten. Da sticht Chris so ein bisschen voraus. Das sieht man halt selten, dass seine Shyvana da nicht so krass behind ist. Aber Midlane ist ein Stück dahinter. Auch Sivir, einfach 180 zu 140 Farm. Das sind gigantische Unterschiede. Das zeichnet sich auch in den Items wieder. Ein ganzes Core-Item mehr für die Caitlyn. Das wird sehr, sehr schwierig für das Team von Playing Ducks. Und vor allen Dingen, man sieht auch, klar, Toplane hält ungefähr mit Chris. Aber da gingen auch immerhin zwei oder drei Ganks von Blood Dragon rauf. Und ich glaube, es kam auch kein einziger Assaulting Battery Gank in der Mitte auf Snow. Und mit dem Burst Damage von Violent Lulu kann man was machen. Aber Bonaparte wird angegangen. Solar Flare kommt jetzt. Blood Dragon ist extrem low gedroppt. Nightmare geht weiter drauf. Bonaparte kommt jetzt hier rauf. Blood Dragon wird wahrscheinlich fallen. Blood Dragon ist down. Nightmare kriegt den Kill. Snow aber links im Dengus ist ignited. Snow wird hier fallen. Hielt sich nochmal Intix, kriegt den Kill. Oh. Ja.
Ah, insgesamt könnte man 1-2-1 kriegen, aber Nightmare sucht nochmal den Fight hier. Und kriegt viel Schaden raus. Sunny ist hier noch unbedrängt. Nurok allerdings mit dem Wildwuchs hat viel, viel Leben. Ja, ärgerlich natürlich, dass es zuvor nicht auf den Blood Dragon verwendet wurde. Er war so ein kleines bisschen zu tief drin. 1-2-1 und insgesamt getradet. Jungler für den Midlaner. Den Blue Buff hat man jetzt hier, denke ich, gesmited, ja, den Blue Buff hat man ebenfalls noch abgegeben. Ärgerlich natürlich für die Playing Ducks. Es sah ganz kurz gut aus, weil man natürlich so ein bisschen mehr auf den Engage gesetzt hat. Trotzdem. Ungesicherte Situation, nach wie vor riesiger Goldlead und die Toplane ist halt immer noch fleißig. Ne? Renekton hat jetzt nach dem Brutalizer den Tanky-Weg gewählt. Interessant, dass er auf den Tiamat verzichtet, dass er wirklich den, wieder ja, den, der Brutalizer mehr oder weniger entdeckt wurde. Mal sehen, wie sich das da weiter auswirkt, denn die Mitte drückt ja so ein kleines bisschen rein. Und das Lichbane rückt immerhin auch langsam in die Nähe. Und oh, No Way For You hat sich dann Speer gefangen. Einen kann er nicht mehr nehmen. Also muss jetzt aufpassen, dass er den ausweicht. Ja. Sehr gut gemacht. Konnte dann noch wirklich... Der Schild wäre ein bisschen zügig gekommen, aber Snow chased immer noch. Ja, da sind natürlich die Ausweichmechanics sofort vorhanden. Sehr, sehr wichtig. Er hat, glaube ich, sehr, sehr viel Tower Shots gefressen, weil er wirklich den Tower zerstören wollte. Ja, definitiv. Aber es war's wert. Er ist rausgekommen. Wir müssen jetzt halt auch in der Mitte nicht wirklich Angst haben, dass der Tier 2 Turret in der Mitte genommen wird, denn der ist ja schon weg. Das heißt, da ist erstmal lange, lange Zeit, bis sie am nächsten Turret drin sind. Von daher hat er so ein kleines Polster. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als gut bezeichnen soll, wenn man Polster hat, weil der Tier 2 Turret weg ist, aber zumindest in der Situation war es gut. Richtig. Problematisch ist nach wie vor die Situation der anderen Terminal. Botlane konnte überhaupt keinen Druck auf der Seite von Playing Ducks in irgendeiner Form auswirken. Ne? Er steht noch da, Caitlyn da ganz alleine auf der Lane. Bietet natürlich auch große Vorteile. Any can roam, hat einen Stun. Oh no, Vivio muss aufpassen. Wird ja nochmal gestunt. Aber noch nicht Snow wirklich in der Range gewesen. Wirft jetzt nochmal einen Speer, der trifft. Oh, das ist bitter. Und zwei Leute waren auf der Botlane unterwegs. Leona ist jetzt schon gebased. Caitlyn jetzt auch. Allerdings immer noch die Überzahlsituation am Tower momentan. Ja, man konnte jetzt auch Botlane nicht weiter ausnutzen. Ne? Beide haben sich zurückgezogen. Caitlyn hat es geschafft, gegen zwei Leute mehr oder weniger genug Druck auszuüben, dass ihr eigener Tower nicht gepusht wurde. Wurde auch nicht engaged. Und hier kann man natürlich wieder diesen Belagerungszustand auslösen, weil das ganze Team von Playing Ducks mittlerweile sehr, sehr low. Sie haben sich jetzt zu 5 formiert und diese Zeit müssen sie jetzt nutzen. Sie müssen irgendwann engagen, weil sonst Caitlyn wieder Free Farm hat und natürlich auch mehr oder weniger Split pusht, was man ja auch nicht so häufig von einem AD Carry sieht. Allerdings von Sunny, dass er jetzt da die Golems mitnimmt. Sein Team macht so viel Druck gerade da oben, dass er jetzt so entspannt da ist und Golems nimmt. Also er hätte schon die Lane richtig durchpushen können. Eine Wave hätte er locker mit seinem Piltover in der Zeit geschafft. Also da vielleicht ein bisschen Zeit verschwendet. Aber naja, ich meine gut, sein Team ist immer noch da. Sie haben die Nearly Heals, das heißt, die haben auch nicht wirklich viel verloren. Und man sieht halt, wie viel Schaden macht. Und wir haben es vorhin angesprochen, Morgana mit Nidalee zum Beispiel. Extrem stark. Wir sehen jetzt hier mit dem immer wieder dem Cocoon von Nightmare. Der nimmt ein Target, hält's fest und Snow sieht sofort, bam, Speer rein, Hälfte vom Leben weg. Keine Chance. Zumal der Cocoon hält zwar nicht so lange, aber es ist ein Stun. Das heißt, das Ziel kann überhaupt nichts machen. Sollte man zum Beispiel als Ludo von einem Binding getroffen werden, kann man immer noch die Ulti oder den Schild zünden. Das ist dabei kein Problem. Also vielleicht natürlich unangenehm. No Way For You wurde jetzt abgezogen. Soll sich jetzt hier mit der Caitlyn beschäftigen. Sie kann aber da so ein Stück weit mithalten, denn Sunny hier nur trotzdem in der Lage, auch ebenfalls mit dem Piltover Peacemaker die Waves zu pushen, wie man jetzt hier eindrucksvoll sehen kann. Und Toplane hält sich nach wie vor. Also man hat jetzt halt keinen, der so richtig Auto-Attacks auf den Turret landen kann, die mit viel Schaden gesegnet sind. Oh, No Way For You muss hier wegflashen. Kommt gerade nochmal so raus und ist dadurch, dass er durch die Wand geflasht ist, auch aus der Range von einem Ace in the Hole rausgekommen. Das heißt, der ist gerade nochmal safe. Das Problem ist allerdings auch, jedes Mal, wenn sie No Way For You runterschicken für Sunny, heißt das auch, dass sie keinen Schilds haben, keine Wild Growth haben, um den Turm zu verteidigen gegen den konstanten Poke. Lustigerweise ist das 1 gegen 1 schneller mit dem Tower belohnt worden, als das 4 gegen 4 auf der Toplane. Weil, wie schon gesagt, dass einfach keiner diesen Turret angreifen kann. Ja, aber da natürlich gute Aktion von Sunny insgesamt. Dass er sich vor allen Dingen auch gegen Ludo behaupten konnte. Es ist halt nicht einfach, muss man hier dazu sagen, aber Caitlyns hohe Range und auch die Items gerade machen das Ganze, also nicht relativ einfach, sondern machen das Ganze sehr angenehm für Sunny selber. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er in irgendeiner Form jetzt hier das nächste Mal weiter Druck auf die Botlane ausübt oder jetzt ganz einfach nach oben rotiert und das gesamte Team aufdrehen lässt. In 15 Sekunden ist der Drake wieder da. Ich denke, die gesamte Rotation von Tick, Trick und Duck zumindest wird da diesen Weg gehen. Aber wir sehen schon auch, Chris will darunter und natürlich ebenfalls was vom Kuchen abhaben. Das könnte allerdings natürlich auch böse enden, denn Drake, wenn man da ein bisschen rumtanzt und ein paar Niederspiele kriegt, bei 8k Gold Vorteil für Tick, Trick und Duck, kann ihn Josi gehen. Oh, der hat Flash sofort gezogen worden jetzt hier. Und das ist natürlich ein schöner Anfang für einen Fight, oder?
für einen Dragon. Aber Chris ist genau in der Backline. Und jetzt wurde hier gesplittet. Sunny ist im Drängnis, hat auch kaum noch Mana. Bonaparte muss sofort rausgehen. Phantom Joe jetzt hier mittendrin. Die Ult Assaulting Battery auf Sunny. Sunny wird hier angegangen, ist immer noch am Leben. Hielt sich hoch, wird hochgeholt, ist jetzt rausgenommen worden. Snow muss hier wegrennen und sie chasen uns jetzt hier durch mit Zivik. Kriegen sie noch einen Kill? Alle sind low. Boomerang trifft nicht mehr genug Schaden raus. Intix kriegt hier selbst nochmal viel Schaden weg. Und jetzt ziehen sich alle wieder erstmal zurück. Ja, 1-1 wurde insgesamt getradet, aber Jungler für ET-Carry, das ist eine unangenehme Situation für beide. Das bedeutet, das Team von Tick-Trick und Duck kann nicht kämpfen. Da fehlt ein bisschen der Schaden. Also, wobei, der Schaden fehlt jetzt offensichtlich nicht. Aber kein Smite waren. Blood Dragon natürlich hier leider gestorben. Wunderschöner Heal von Snow, das hat ja richtig nochmal reingehauen, hat hier Kete nochmal am Leben gehalten. Können jetzt auch deshalb den Drake nicht contesten, weil auch der Smite-Damage mehr oder weniger fehlt. Man konnte aber sehen, trotz dieses gigantischen Gold-Nachteils, wir sind schon wieder bei 10.000, das ist sehr, sehr gruselig, war man in der Lage, einen relativ bedrohlichen Teamfight entstehen zu lassen. Also Playing Ducks noch nicht raus, wenn sie halt diese Composition so noch ein bisschen effektiver durchbekommen. Wenn das Chris in der Backline war, war hervorragend. Ja, also man muss ja sagen, man hat es ja auch im letzten Spiel gesehen, wenn diese sehr, sehr starken Teamfight-Kombos schaffen, wirklich dieses Spiel bis 40 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten hinauszuziehen, können sie es auf jeden Fall immer mit einem guten Teamfight immer noch super gewinnen, auch wenn sie weit hinten sind. Die Sache ist, der Teamfight war gerade nicht optimal wirklich für Tick, Trick und Duck. Und sie haben 1-1 getradet. Die Frage ist, wenn Tick, Trick und Duck jetzt wirklich einfach nur sagt, okay, wir kämpfen jetzt hier nicht mehr irgendwie unübersichtlich in Gebieten, wo wir keine Vision haben, weil man hat ja gesehen beim Drake, da in den Büschen, wo sie gecatcht wurden, war keine Vision. Wenn sie jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt einfach frontal in die Mitte, warden die Seite so ein bisschen, dass da kein Shyvana reinjumpt oder Vi, was machen Playing Ducks dann? Denn die Speere tun jetzt inzwischen ziemlich weh. Ja, noch keine Durchdringung da, also der Lernstab wird bald folgen, aber auch schon mit dem Rabadon und mit den Athenes Unholy Grey ist das sehr, sehr unangenehm. Natürlich geht hier Novi für ein bisschen anderen Weg, man sieht schon, mit dem Lich Bane kann man da schon den ED-Carry so ein Stück weit bedrohen, aber nach wie vor gute Jungle-Präsenz von Tick, Trick und Duck, versuchen jetzt wieder auch zur Toplane zu rotieren und diesmal ist auch Sunny nicht dabei, also er wird jetzt dann, denke ich, den Weg zur Toplane suchen, hat ja Bot zuvor ja alles richtig gemacht. Ja, hier sich jetzt noch ein bisschen hoch. Diesmal konnte er auch einfach nichts mehr machen, denn mit dem Lich Bane ist jetzt so viel Schaden auf Ludo drauf, dass er die Duelle einfach nicht genug gewinnen kann. Denn er geht zwar nicht down am Burst, aber er hat so wenig Leben, dass es nicht reicht, um sich mit dem Bloodthirst wieder hochzuhealen, bevor Ludo die nächste Cooldown-Rotation abhat und ihn einfach tötet. Und No Way For You ist jetzt sogar ein Stückchen schneller, dadurch, dass er natürlich einfach gebased ist. Ja, können wir schon sehen, dass jetzt Sunny ebenfalls vor Ort ist. Also da nach wie vor Druck am Tower da, aber er genießt noch den Vorteil mit den Fehlern. Und jetzt suchen wir den Engage. Oh, jetzt geht's hier rein. Chris ist drin und auch Assaulting Battery. Allerdings auf Phantom Joe. Nicht um dieses beste Ziel. Sunny ist im Bedrängnis, kann aber von hinten jetzt schießen. Nightmare muss jetzt hier rausgehen. Nurok weiter durch. Geht hier auf Sunny. Probiert irgendwas zu machen. Solafair trifft nicht perfekt. Snow ist immer noch am Leben. Alle noch am Leben. Das können sie aufholen. Double Kill. Chris muss jetzt rausgehen. Ace Roll wird ihn nicht holen. Ja, war eine insgesamt eine super knappe Geschichte. Natürlich jetzt unangenehm. Ne? Es sah für eine Zeit lang gut aus, aber dann konnte man wirklich wunderbar noch den Disengage suchen. Das ist der einzige Vorteil, den gerade Tick, Trick und Duck hat, ist einfach das Early Game gewesen. Sie haben jetzt wirklich sehr, sehr viele Items und wären die Items jetzt komplett gleich gewesen, beziehungsweise vom Gesamtgold her, hätte jetzt, denke ich, Playing Ducks den Sieg geholt. Stattdessen Baron wird jetzt hier völlig angetestet an Tick, Trick und Duck abgegeben. Natürlich sehr, sehr guter Follow-up. Ne? Man hat jetzt ein paar Ziele abgeholt, immer noch genug Leben gehabt, um das Ganze zu tanken. Wirklich schöne Aktion. Also diese ungewöhnliche Mischkombination hier mit dem Poke und vor allen Dingen mit dem starken Bully, den Renekton, haut das Ganze wirklich gut hin. Tower wird jetzt definitiv fallen. Man hat sogar noch mit dem Baron die Möglichkeit, weiter Druck auszuüben, weil die Regeneration stimmt. Aber da muss man auch sagen, Blood Dragon in dem letzten Teamfight, Phantom Joe wurde von seiner Assaulting Battery als Ziel genommen. Was will man damit erreichen? Ich meine, selbst wenn sagt, okay, man will Phantom Joe von Intix fernhalten. Der Vergleich Intix gegen Sunny. Sunny hat 30 Farm mehr, hat Infi Edge jetzt sogar, gut, hat er ja davor, glaube ich, noch nicht ganz fertig, aber hat einen BF-Sword, Bloodthirster, Last Whisper auf der anderen Seite ein ganz Stückchen nur noch weniger gehabt und vor allen Dingen Caitlyn ist definitiv der Hypercarry von den beiden und da zu sagen, okay, ich nehme jetzt den Renekton, damit er vielleicht nicht Intix oder so nimmt, statt einfach zu sagen, okay, ich gehe auf Sunny rauf, vor allen Dingen, man hat ja nicht nur einfach so dieses Assaulting Battery, man hat auch noch eine Leona, die wartet. Man hat es gesehen, Nurok konnte sein Solafair nicht wirklich gut treffen, weil Sunny einfach rausgehen konnte. Hätte da die Assaulting Battery getroffen, oh, jetzt geht's hier rauf, Chris probiert Sunny rauszunehmen, kriegt jetzt schon viel Schaden. Da kommt Blood Dragon dazu, der Flash von Sunny, Assaulting Battery kommt jetzt rein, drei Leute auf Sunny. Was macht jetzt hier das Team von TTD? Ja, sie müssen sich ein bisschen zurückziehen. Haben jetzt schon den ersten Baron Buff mehr oder weniger verloren. Oh, der Tibor sitzt, No Way For You kriegt schon richtig viel Schaden, aber ist noch ein kleines bisschen tanky und vor allen Dingen schnell.
Oh, muss hier rausflashen. Allein im Turm hat er keine Chance gehabt. Snow probiert nochmal einen Speer zu setzen. Und jetzt geht hier auch Nightmare rein. Der Speer sitzt auch noch. No Way for You in Bedrängnis. Muss jetzt schon raussprinten. Sie probieren es aber reinzugehen. Sie haben Überzahlsituation momentan. No Way for You kann allerdings nur von den Cooldowns leben. Und oh, sofort mit dem Talisman kann er daraus. Sehr, sehr wichtig, damit das ganze Team noch überlebt. Schöne Aktion, dass Nobi4U sich selbst nochmal geultet hat. Und vor allen Dingen sofort von Intex mit dem On the Hunt das Weite gesucht. Die Überzahlsituation war jetzt sehr, sehr mild. Man muss ja dazu sagen, dass das Team von TickTrickleDuck ja quasi steamrolled, konnte es komplett chasen. Und natürlich mit dem Baron Buff das fehlende Teammate so ein Stück weit kompensieren. Gerade Renekton natürlich da eine absolute Tankmaschine. Wir müssen natürlich schauen, dass Playing Darks jetzt die nächsten Fights ein kleines bisschen konstanter gestaltet, weil die wichtigen Ziele müssen dann herausgenommen werden, wie du das schon vorher erwähnt hast. Nurok hat auf die Ultimate gewartet und sein Solarflare hat so ziemlich gar nicht getroffen. Es war zumindest kein Stun. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn es darum geht, Caitlyn rauszunehmen. Auf ihr muss jetzt der Hauptfokus liegen. Es gibt Situationen, wo es wirklich richtig, richtig schön ist, wenn der Bruiser oder der Tank vom Gegner fällt, weil er dann keine Frontline mehr hat und muss sich zurückziehen. Aber hier wird das mit Phantom Joe auf jeden Fall nicht so schnell passieren. Ja, vor allen Dingen muss es auch in so einer Situation eigentlich immer der Bruiser irgendwie alleine sein. Man muss ein bisschen Zeit alleine mit dem Bruiser haben und vor allem das Team muss dahinter stehen. Aber gut, ich meine, die Situation auf jeden Fall super für Playing Ducks, da sie im Prinzip einen Kill umsonst gekriegt haben und sie haben keine Tower mehr, das heißt zumindest da haben sie auch nichts verloren. Oh mein Gott, dieser Speer war absolut göttlich. Ich weiß gar nicht, ob er da die Vision hatte. Nein, der war fast blind. Also der eine Wort hier und hat noch ein bisschen gegeben, aber das dazwischen einfach nur Nurok getroffen wurde. Super ärgerlich. Das heißt, Chris hat jetzt auch keine Ultimate mehr. Die läuft zwar noch ein bisschen, aber ja, das geht hier rauf. Chris kriegt schon viel Schaden, wird angegangen. Chris muss jetzt hier rausgehen. Ace und Olaf, Chris gezogen. Bonaparte immer noch hier hochgehielt worden. Snow hielt ihn extrem. Und der Inne wird hier fallen. Keine Chance. Ja, immer wieder fliegen auch die Sperre durch die Kante. Forcieren natürlich dadurch die Ultimate. Ärgerlich. Wenn man die Nudo-Ultimate natürlich defensiv einsetzt, kann das schön sein. Gerade bei einem AD oder AP-Carry ist das nicht schlecht. Aber wenn der Tank geultet wird und nicht reingehen kann, weil er ganz einfach einfach nur noch sehr wenig Leben hat, ist das super unangenehm. Also wieder schöne Aktion, wieder mit den Sperren gearbeitet. Und diese Team-Composition läuft. Das ist so angenehm natürlich für Tick, Trick und Duck. Und Playing Ducks, also ich weiß nicht, wie lange sie das Game noch strengen wollen. Sie haben bis jetzt noch keinen Drake erfolgreich machen können. Wieder geht dieser an das Team von Tick, Trick und Duck und sie sind halt auf 15.000 Gold voraus. Ich sehe nur noch sehr geringe Chancen für Playing Duck. Vor allen Dingen nach 31 Minuten, das ist ja nicht mal so, dass das Spiel schon ewig lang geht. Nach 31 Minuten 15.000, ich meine, selbst wenn Nidalee vielleicht nicht die stärkste in Teamfights ist, inzwischen einfach durch einen riesigen Goldvorteil ist sie schon mega stark. Und man hat Bonaparte im letzten Teamfight gesehen, halbes Leben gezogen bekommen, ein Heal von Snow, Full Life. Bumm, ja. Keine Chance. Und das ist das große Problem. Wieder sucht man hier anscheinend den Engage. Chris muss da aufpassen. Geht jetzt hier rein, trifft aber nicht wirklich was. Jetzt kommt Nurok dazu. Nurok kann hier aber auch niemanden treffen. Jetzt kommt Sunny dazu. Sunny hat auch den Speedbuff drauf. Der macht hier richtig viel Schaden. Nightmare immer noch am Leben. Und alle noch am Leben. Der erste Kill hier auf Nurok gefallen. Und Sunny total unberührt. Und vor allen Dingen mitten im Fight einfach dieser Speer direkt auf Intix. Er hat geführt, genau, also 7/8 seines Lebens verloren, musste sich dann zurückziehen. Und das ist natürlich unangenehm. Nidalee, sie hat sich ja noch nicht mal verwandelt. Snow blieb einfach in dieser menschlichen Form, kann da die Heals auspacken, beziehungsweise immer wieder mit den Sperren arbeiten. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Könnt ihr sehen, dass der zweite Inhibitor auch drauf geht und das Team kann sich eventuell zurückziehen. Jetzt geht das Salting Battery rauf auf Snow. Snow hat kein Problem. Blood Dragon viel zu squishy. Wird hier fast rausgenommen. Jetzt fällt er. Chris probiert noch irgendwas zu machen, aber blockt hier sogar der Ace in the Hole. Für wen auch immer das bestimmt war, für Intix, so wie es aussieht. Aber das ist auch der nächste Inhib und wahrscheinlich auch das Spiel. Ja, jetzt können wir schon sehen, dass sich hier das Team locker zurückziehen kann. Baron ist in 1,5 Minuten wieder da. Da könnte man sich drum kümmern, wenn der Bedarf da ist. Denn das Schlimmste ist, dass die Midlane zerstört ist, ist gar nicht so tragisch. Die kann man wieder verteidigen, aber die Sidelane sind unglaublich nervig, weil sie natürlich dann auch den Druck auf die einzelnen Türme des Nexus einfach sehr, sehr groß ist und er dann entsprechend abgerissen werden kann. Und dann vor allen Dingen sehr, sehr leichte Drucksituationen entstehen. Das bedeutet, Tick, Trick und Duck kann jetzt entweder zum Baron gehen. Sollte er in irgendeiner Form contested werden, müssen sie ganz einfach nur warten. Ja, und jetzt guckt ihr auch mal an, was hier Intix aufzufahren hat im Gegensatz zu Sunny. Also das ist schon ein riesiger Unterschied. Phantom Dancer statt Static ist natürlich im Teamfight selber ein riesiger Vorteil, da er einfach doch ein paar mehr Stats bringt für den Teamfight der Phantom Dancer und vor allen Dingen einfach mal so ein Infi-Edge-Unterschied. Vor allen Dingen bei einem AD-Carry wie Caitlyn, der mit dem Headshot nochmal extra Damage-Multiplikation kriegt. Also das ist schon ein riesiges Ding. Und natürlich auch Nidalee hat jetzt hier noch einen zweiten Drabadon, so wie es aussieht. Das wäre ein äußerst mutiger Weg, muss ich sagen. Also man würde natürlich das Hourglass so ein bisschen vorziehen, sieht aber anscheinend überhaupt auch keinen Bedarf. Denn man muss hier dazu sagen, Nidalee,
erfährt überhaupt keinen Fokus. Und wie sinnvoll ist denn das, zu sagen, okay, wir nutzen Assault und Battery ganz einfach auf sie, um da so ein bisschen das Fight-Potenzial rauszunehmen? Ist natürlich jetzt eine schwierige Sache. Das heißt, sie geht massiv den aggressiven Weg. Snow kann sich das leisten, hat natürlich auch epische Stats. Das Interessante ist, die AD-Carries haben natürlich ein ganzes Core-Item-Unterschied, aber vom Farm sind sie sich ja relativ gleich, auch von den Kills. Steht hier, Intake ist gut da, hat auf jeden Fall eine gute KDR. Das Ding ist bloß, diese ganzen globalen Objekte, 8 Türme, mehr als genug Drakes wurden hier von Tick, Trick und Duck abgeholt. Und da kann man nicht mit halt wieder der Engage. Oh, jetzt geht's hier auf Sunny rauf. Solar Flare trifft diesmal gut. Sunny im Ring ist aber wieder hochgeheilt worden. Sunny immer noch am Leben. Schießt hier weiter. Und Blood Dragon ist hier gerade noch so rausgekommen. Wird jetzt fallen. Nurok wird auch rausgenommen werden. Und 4 Leute chasen hier durch. Aber momentan noch ein 1-1. Nee, 1-2, Entschuldigung. Ja, 1-2 wurde hier erzielt. Und das ist natürlich ärgerlich. Noch heftiger Fokus auf Sunny. Aber währenddessen hat man quasi 2 Teammitglieder verloren, obwohl Noble4U seine Ultimate mehr oder weniger defensiv eingesetzt hat. Das heißt, Intix konnte dem Ganzen gar nicht folgen. Nurok wollte zwar natürlich mit einem Follow-up glänzen, explodiert dann aber mehr oder weniger nebenbei. Und das ist natürlich super unangenehm. Das bedeutet, der letzte Inhibitor wird jetzt auch ebenfalls fallen. Und nun hat man die Möglichkeit zu rotieren. Ärgerlich, dass Sunny fehlt. Das heißt, man kann die Türme nicht einreißen, aber die Super Minions tun da ebenfalls einen sehr, sehr guten Job. Ja, und hätte man diesen Engage, sage ich mal, 10, 15 Minuten früher gehabt, wäre das Spiel wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Aber wirklich jetzt der erste, wirklich sehr, sehr saubere Engage. Aber man sieht einfach, Snow hat so viel schon geheilt. Oh, Chris. Ja, Chris will hier nochmal sterben? Nein, schafft sie nochmal. Aber die Super Minions jetzt von 3 Lanes. Sie können jetzt sagen, okay, wir ziehen uns zurück und machen Baron und gehen dann nochmal hin. Also, ja. Ja, es ist sehr, 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 sehr eindeutig, was eventuell die nächsten Minuten quasi passiert. Das heißt hier die simple Rotation zu dem Baron. Wir sehen jetzt auch schon, dass Sunny wieder da ist. Das heißt, hier kann man diesen ganz einfach angehen und Playing Ducks kann ja nicht raus. Man könnte Blood Dragon auf eine kleine Einzelmission schicken, dass er vielleicht den Steal wagt, aber seine Präsenz in den Fights ist natürlich auch entscheidend. Sollten sie ihn also verlieren, wäre das Ganze ein doppelter bis dreifacher Verlust. Das heißt hier, völlig uncontesteder Baron für das Team von Tick, Trick und Duck. Und sie können dann natürlich auch absolut durchspratzen. Auch der Mitinhibitor ist ja auch gerade erst gefallen. Das heißt, hier ebenfalls noch Druckpotenzial. Da, oh, Blood Dragon, ich glaube, du bist tot. Bye, bye, Blood Dragon. Ace and no. War noch nicht mal nötig. Die Auto-Attack von Elise macht's hier. Und das sollte das Spiel sein. 3 Super Minions. 3 Lanes mit Super Minions, besser gesagt. Plus nochmal 5 gegen 4 und Noble4U kriegt viel Schaden vom Ace und Soul. Sunny geht hier nochmal rein und das ist hier richtig schwer für Noble4U nochmal rauszukommen. Rennt um sein Leben, flasht jetzt hier sogar mal raus. Aber ja, das wird schwer, das noch irgendwie zu halten. Das ist auch das große Problem, dass einfach nur die Ludo keinen einzigen Auto-Attack aushält. Wieder Chris im Bedränge. Sehen wir schon, dass Nurok ebenfalls viel Schaden frisst. Auch die Speere immer wieder von hinten dabei. Oh, jetzt ist Nurok dann doch nochmal gefallen. Phantom Joe. Oh, der Speer. Der Speer, der Schaden. Es hat einfach eine gewisse Zeit gebraucht, ehe das Rot sich mehr oder weniger in Schwarz verwandelt hat. Sehr, sehr schön gemacht. Und nun von Tick, Trick und Duck haben diese wirklich aggressive Komposition von Plain Drugs einfach nur in den Boden gedrückt. Und natürlich auch schön, dass diese ganzen starken Picks wie Vi, Lulu und Shyvana einfach mal nicht geglänzt haben. Sagen wir es mal so. Das bedeutet, wir können ja auf jeden Fall noch das ein oder andere Wort verlieren, bevor wir ins Outro gehen. Definitiv. Ich finde es vor allen Dingen, muss man sagen, der Unterschied zwischen Nightmare und zwischen Nightmare und Blood Dragon riesengroß. Blood Dragon hat sich erst am Anfang entschieden, Toplane heimzusuchen. Ein-, zweimal Toplane gewesen. Nightmare eher auf der unteren Hälfte der Map. Man hat es gesehen, Toplane, ja, es hat ein bisschen was gebracht. Chris konnte mithalten, hat nicht so den Farm-Nachteil gehabt und der Tower hat auch länger gehalten. Aber Nightmare natürlich, die sowieso schon sehr, sehr starke Botlane und die ausgeglichene Midlane hat dann natürlich den Vorteil sich geholt und auch den Drake for free geholt, weil er immer wieder mal auch in die Midlane einfach reingerannt ist, ein bisschen Schaden gemacht hat, wieder rausgegangen ist und ganz entspannt für die Nidalee dadurch gewesen. Und auch im Teamfights, Blood Dragon, immer wieder mal Phantom Joe angegangen mit seinem Assaulting Battery, nie so richtig die Timings und er war vor allen Dingen mega squishy. Man hat es gesehen, er hat bis zum Ende des Spiels, hat er noch irgendwas Gold gehabt? Nee, er hat bis zum Ende des Spiels eigentlich wirklich nur den Elder Lizard und das... Ja, er hat jetzt noch das Locket zur Verfügung gehabt und das Locket sieht man auch relativ selten, muss man sagen. Also dann viele, viele ungünstige Situationen haben sich da einander gereiht und man konnte halt diese aggressive Engage-Komposition nicht durchbringen, was ja auch quasi das Ziel von Tick, Trick and Duck war und sie haben es wirklich erfolgreich umgesetzt. Das heißt, wir gehen ins Outro und danach in die Pause.